Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Jetzt wieder mit Handy. Die GoPro, die hat zu heiß und leider ist die SD-Karte kaputt. Sie geht immer sehr schnell aus. Also sie hat immer sehr schnell wieder keine Energie. Die hat wahrscheinlich zu heiß gehabt und so weiter. Jo, jetzt bin ich in der Ruine Pfäffigen. Die ist ein bisschen weiter weg, als wir das den letzten Part hatten. Im letzten Part waren wir nicht in dieser Seite, sondern in dieser Seite da, unter diesem Berg da. Und hier ist noch das Goetheanum. Ich muss noch ein bisschen runter. Jo, wir werden ein bisschen zeigen, sehr verschwitzt. Ich bin hochgejoggt. Und ja, leider, ja, vor allem unter dem Rucksack da, ein bisschen nass, ein bisschen verschwitzt. So, also, nur nicht falsch, jo, meinen. So, jetzt haben wir schönen blauen Himmel, jetzt kann ich es zeigen. Also hinter diesem Goetheanum, das ist ein Dornach, ist ja die Hermitage. Dort, wo der Kran ist, hinten dran. Und hier ist ja auch noch der Dom von Arlesheim. Das ist jetzt Arlesheim da hinten. Genau, und ich bin ja hier ungefähr so, ja genau, ungefähr dort beim Kran, bei den hinteren Kranen, also nicht die ganz hinten links. Ja doch, die ganz hinten links, links irgendwo. Dort habe ich meine Wege, wo ich gerne ja, ein bisschen Livestreame und Videos aufnehme. Genau. Und sieht man das jetzt gerade ein bisschen besser irgendwo? Oh, hier ist es sehr uneben. Ja, schöne Mauer. Ist ein bisschen schwer mit so viel Zoom. Man sieht es leider nicht. Ich werde nachher noch Aufnahmen machen, wo man sieht. Ist Basel. Das ist der Gempenturm. Eben hier unten ist Dornach. Und ja, hier ist überall die Pfäffiger Ruine. Genau. Also es war ja ein ziemlicher Stützpunkt eben für die Vogte. Und ja, die waren eigentlich ziemlich fast schon König. Also sie hatten einen schönen Ding. Ich gehe jetzt hier oben durch. Ja. Also, jetzt haben wir mit Handy. Das Handy ist natürlich ein gutes Handy, das Samsung S23 Ultra. Und jo, es sieht halt einfach auf dem PC, auf dem in YouTube nicht so gut aus, weil es immer Hochformat ist. Ich kann ein bisschen Breitformat eigentlich auch aufnehmen. Seht ihr das richtig? Ja, mein Daumen oder mein Ding. Ja. So. Gut. Jetzt bin ich oben. Ja, genau. Jetzt auch wieder Schäder. Ich werde jetzt mal wieder so aufnehmen. Ich glaube, ich sehe jetzt falsch herum dann. Der Wohnturm. Geschossdecken. Dachauflage. Kapelle, Erdgeschoss. Unter Dachraum. Und zwei Eingänge. Ein Ökotop, okay. Interessant. Sanierungen, die Baugeschichte, der Bautyp, der Wohnturm. So hat es ausgesehen, bevor es irgendwie so ein bisschen kaputt ging. Das ist ein uraltes 1867, ein B von 1867. Und hier sieht man so ein bisschen, das ist Basel. Der dicke Streifen da bei Basel ist der Rhein. Und der nach Süden geht von Basel, also nicht südlinks oder so, das ist der Birsig. Sondern die andere, das ist die Birs, da unten steht es, ist die Birs. Ja, und wir sind da in Pfäffingen. Und ich wohne hier in Rheinach, das steht nicht, aber da nicht steht. Jo. Genau. Und da, wo der Reichenstein war, da war ich ja am Pfingstmontag, genau. So. Jo. Jetzt können wir hier nochmals ein bisschen nach oben schauen. Hier ist leider die Sonne dann. So ein schöner Sonnenstrahl. Ja, hier ist die Sonne. Aber ihr seht es sehr gut. Ich werde geblendet und ihr seht es eigentlich sehr gut. Ja, wunderschön. Ja, ich genieße solche Ortschaften, so Ruinen und hohe Berge und so. Wir haben in der Region ja nicht ganz so hohe Berge. Wir haben das Plattenjura. Das ist der höchste Berg ungefähr, ja. Also man könnte sagen 1404 Meter.
Aber ja, der erste Berg ist so 1204, sind genau zwei Berge, die genau gleich groß sind. Das ist der Passwang und der Hohe Winde. Und beide würde ich gerne mal, ja, bereisen mit euch im Vlog. Und ja, jetzt sieht man Basel. Ich zoome mal ein bisschen heran. Da ist Basel mit seinen schönen Türmen. Und ja, jetzt muss ich kurz ein bisschen raten. Ich glaube, das ist der Clara-Turm dort. Der kenne ich nicht, aber der größere dort ist der Messeturm. Und dort ist auch noch ein Turm, den ich nicht so kenne. Ist, glaube ich, am Bahnhof SBB. Die verschiedenen, ja, Türme, die ich nicht kenne. Jetzt muss ich gerade ein bisschen raten, wo meine Wege ist. Dort dieses mit den schwarzen, also das hellere, mit den schwarzen, genau geradeaus. Dort wohne ich übrigens. Neben diesem größeren Gebäude da. Und die Kirche, die habt ihr sicher auch bei Instagram oder so schon gesehen, bei Facebook und so weiter. Da habe ich mal das Handy ein bisschen getestet mit dem Zoom, wie gut es aussieht und so. Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen wegzoomen, damit ihr ein bisschen wieder mehr seht. Ja, diese Eiche, sehr schön und alt. Ich mag so Bäume, die wirklich gut wachsen können. Jo, währenddessen ich hier runtergehe, kann ich euch nochmals ein bisschen die Aussicht zeigen. So, jetzt könnten wir hier noch hochgehen. Ich muss aber weiter, ich muss noch auf diesen Berg da mit diesem, ja, Ding und dann wahrscheinlich auch noch auf den blauen Berg. Das ist so ein typischer, ja, das ist eigentlich von unserer Region der höchste Punkt. Und der ist hinten dran. Das sieht man jetzt von hier nicht. Jo, ich will euch noch ein bisschen die Aussicht auf die andere Seite, ins, ja, Biesttal zeigen. Ja. Also das, was wir jetzt vor Basel gesehen haben, das ist sozusagen das Bierseck, also die Ecke von der Biers. Und jetzt zeige ich noch das Bierstal und nach dem Bierstal kommt Laufen. Laufen ist ja einfach ein anderer Teil von Basel-Land, ein Bezirk, ein anderer Bezirk. Und ja, der ist eigentlich hinter diesem Berg hier. Hier ist dann noch Blauen, ein Dorf, und ungefähr hier ist Nenzlingen. Genau hinten dran. Und in Nenzlingen werden die Kräuter für Ricola hergestellt. Wow. Dieser Baum auch so dürr. Heftigst. Krass. Und das ist Duggingen. Ja, Duggingen. Muss immer das ein bisschen Hochdeutsch aussprechen. Älteste Baureste. Aha. Der Wohnturm und dann ist da irgendwas runtergestürzt, weil es nicht hier ist. Es könnte sein, dass das irgendwie runtergestürzt ist. Krass. Ja, das ist Duggingen. Mit ein bisschen Fabrik. So. Und hier ist irgendwo der Bärenfelsen. Und hier drüben müsste eigentlich die Falkenfluh sein. Die sieht man nicht so ganz, die ist, glaube ich, da ein bisschen weiter rechts hinter den Bäumen hier vorne. Ja. So, jetzt sieht man diesen Wohnturm nochmals. Ja, ich habe gedacht, das sei ein Bergfried, aber vielleicht ist das der Bergfried hier. Oder, jo, der Bergfried hat es nie gegeben, weil es eben einfach nur ein Vogtgebäude, also, ne. Eine Ruine von einem Vogthaus war. Also es war schon ziemlich eine Burg. Also wenn wir eine Burg sehen wollen, müssen wir da unter diesem Berg da, das ist der Gempenturm, Stollenfluh, weiß gar nicht, wie er heißt, Schartenfluh, glaube ich, ja. Unten drunter müssen wir dort mal hin. Aber da kann ich auch mit dem Goetheanum, wo wir am Anfang gesehen haben, das große Gebäude, gehen. Goetheanum ist eigentlich auch ein kirchliches, großes Gebäude und hat auch so einen riesigen Saal, so ein Kirchen,
Ja, das, was in der Kirche drin ist. Oder? Genau. So, dann haben wir hier noch den Hexenturm. Okay, der wurde schon ein bisschen früher gebaut. Oh, die Hexen. Ja, sie haben ja früher immer gedacht, Menschen, also Frauen vor allem natürlich, Hexen natürlich auch, aber eher nicht so, waren ja irgendwie von einem heidnischen Fluch oder so, einfach böse. Dann haben sie einfach die Leute eingesperrt oder umgebracht. Das war einfach so der Irrglauben der Katholiken. Ja. Nicht nur Katholiken, auch andere natürlich. Aber ja. So, jetzt sieht man hier nochmals die Ruine Pfäffingen von der Adelsburg zur Landvogtei. Also es war wirklich eine Adelsburg, eine sehr adelige Burg. Nicht so zum Krieg machen, aber schon zum Verteidigen natürlich. Auch schön auf einem Berg drauf, oder? Ja, und hier sieht man ja die Rostaue nochmals gut auf dem Beet und die Ruine. So auf einem Berg, hä? Da unten ist, glaube ich, ein bisschen Nebel, hä? Das ist Nebel da unten hinter den Bäumen. Und da hinten, da sieht man auch ein bisschen vom Feldberg. Und der hat vor dem, also das ist Deutschland dann, hat es Nebel. Also in Deutschland hat es scheinbar auf diesem Beet Nebel gehabt. Und hier ist ein Bild, wo von alt, oder? 1941? Nein, 1728 oder so. Ah, 1702. Ich weiß nicht. Aber das Bild ist eigentlich ziemlich schön gebaut, ja, gemalt. Jo, und ein altes Bild. Und hier wurde mal ein bisschen wieder aufgebaut, scheinbar. Das ist ziemlich schön hier. Ist leider ein bisschen schattig. Jo. Ziemlich geil. Es ist leider sehr heiß. Also es ist sehr heiß jetzt gerade hier. Also momentan zeigt es bei mir 20,5 Grad an. Und das kann ich mir niemals glauben. Das sind ungefähr so 20 Grad wärmer oder so. Ja, so schlimm heiß. Ja, aber es hat gezeigt, es steigt auch heute. Also so 25 Grad im Schatten oder so. Ist schon. Also hier jetzt gerade im Schatten. Kann ja kurz. So. Jo, hier im Schatten ist es eigentlich kühler, aber da vorne in der Sonne, boah, die Sonne hat eine Kraft. Jo, also leider ziemlich, aber ich möchte eher euch die Natur zeigen, weil das ist, ja, einfach wunderschön ist. Ich mag es auf unseren Hügeln oder ja, schon Berge fast, sind, jo, ziemlich viele Steine, ziemlich viele Eichen. Und Fichten, genau. Wow. Krass. So, oh, eine Ding, eine Eidechse ist gerade hier runtergegangen, aber man sieht sie leider nicht mehr, die sind sehr scheu. Also wenn ich jetzt schaffe und schneller laufe, dann kann ich euch meinen Hotspot für Eidechsen zeigen. Aber schaut euch mal diesen Baum an, diese Äste. Eben, es ist alles Naturschutzgebiet hier. Also dieses Bierseck ist eigentlich außer den Dörfern und Städten alles Naturschutzgebiet. Und sie wollen jetzt auch in den Dörfern und Städten überall auch Parks machen, die wirklich auch Naturschutzgebiet sind, solange sie eben ja nicht bebaut werden und von Menschen ange. Es sind überall Eidechsen hier. Das ist wirklich mega toll. So, oh, dieser Baum. Das ist auch eine Eiche. So, Mojang, hä, macht mal in Minecraft solche Eichen. Hä? Das ist eine Eiche. Und nicht diese komischen Klötzchenbäume. Ja. Also wer sich interessiert, Minecraft, da habe ich jetzt zwei Projekte. Eines muss ich jetzt momentan leider wegen einem neuen Patch, ja, ein bisschen renovieren, also ein bisschen neu aufsetzen, weil wir sozusagen die Welt nicht behalten können. Sonst keine Biome haben, neue. Und ja, halt einfach die alte noch schützen wollen, bis wir dann wieder Plugins drauf haben. Also nur so zur Info, ein kurzes Infochen. Ja, also ich werde so schnell wie möglich eine neue Kamera kaufen. Die GoPro werde ich vielleicht für den Fußball, für Fußballtraining einsetzen, wenn es nicht so heiß ist.
Und ja, ich muss jetzt nicht unbedingt diesen Wackelfilter drin haben. Der sieht, also in den letzten zwei Videos, der sah so ein bisschen besoffen aus. Also der ist nicht gut gemacht. Also, weiß es nicht. Ich habe ihn sehr wenig eingestellt und trotzdem war es recht langsam und verschwommen, also so ein bisschen nicht verschwommen, aber so ein bisschen unrealistisch, oder? Ganz unrealistisch. Jo, ein wunderschöner Weg hier auf dem Grat des Berges. Und jetzt kommen wir gleich zu Gflu. Gflu heißt so eine Art wie Felsen. Kennt ihr wahrscheinlich in Deutschland und Österreich nicht so. Gibt es halt eher in der Schweiz. Das sind einfach diese Felswände. Und jetzt sind wir dann gleich bei den Eidechsen. Und ich bin jetzt schon wieder ein bisschen am Schnaufen, weil es so heiß ist. Aber es ist schön gemütlich im Schatten. Also solange Schatten ist, ist es wirklich schön angenehm. Aber sobald wir in die Sonne wieder kommen, wie jetzt, ist es wieder brennend heiß. Ist das nicht ein Mehlbaum? Sieht geil aus. Überall Insekten. Und ja, die Eggflu. Also die Flu, sieht man das auf dem Beet? Ja, sieht man ein bisschen. Sieht man natürlich an anderen Stellen um den Berg ein bisschen besser. Aber es ist nicht so eine große. Also eben diese Falkenflu, die man jetzt nicht sieht, da werde ich oben nochmals ein Video machen. Das kommt wahrscheinlich dann direkt im Anschluss. Könnt ihr dann, genau hier. Hier gibt es viele Eidechsen. Vielleicht sehen wir eins. Hier schmeckt es nach Feuerwerkskörper. Okay. Haben wir irgendwo eine Eidechse? Ich glaube, die sind gerade nicht hier, weil es zu heiß ist. Ich nehme alles auf. Ich bin der Tierfotograf, der Experte, Zoologe. Ich höre aber irgendwas. Das sind so Gräben, vielleicht sind sie da drin. Ich weiß jetzt nicht genau. Schade, also ich war damals vor 2 Monaten hier und da gab es ganz viele Eidechsen. Aber leider heute nicht, schade. Es ist zu heiß. Das war ein Vogel oder so. Okay. Ich weiß nicht genau, was es war, aber die Eidechsen haben meistens längere Töne, also Rascheln. Und wenn Vögel sind, dann hört man auch so ein bisschen die Flügel und das habe ich jetzt gehört. Ja, schöne Blumen. Und ja. Genau, ich glaube, ich muss unten durch. Oh. Ja, jetzt sieht man die Flur ein bisschen besser. Genau, und dieser Turm ist eigentlich das Ende, glaube ich, von hier. Jetzt muss ich hier oben schauen, aber der Wegweiser ist hier oben so ein bisschen drüber. Große Eggflu, wir sind unten durch. Ja, und durch Esch bin ich gelaufen. Und Ruine Pfäffingen waren wir vorher. Der Blauen ist auch angezeichnet, den gehe ich auch noch. Genau, okay. Also, damit ich jetzt eben hochlaufen kann, ein bisschen ausruhen kann zwischendurch, mache ich hier eine Pause. Und im nächsten Vlog-Folge, in der nächsten Vlog-Folge. Seht ihr dann mich auf der Eggflu mit der schönen Aussicht. Gut, also, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part oder so. Tschüss.